sehr praktisch. Ah ja, jetzt machen hier die Football-Zombies mit und der Glitch ist wieder aus. Toll. So, ich hoffe, dass er jetzt bleibt, der Sonnenglitch. Ja, das ist auch manchmal so ein blöder Nachteil. Aber damit muss man halt leben, ne? Ja, bei den Pilzen klappt das jetzt natürlich nicht, ne? Mit dem Zunderholz. Leider. Aber naja. Es wird schon. So, und jetzt kann ich auch endlich mal die Laterne hier benutzen. Super. Und dadurch können wir den Nebel auch wegmachen. Gott sei Dank. So. Ja, ich höre dich doch schon, Zombie. Aber darf ich erstmal Reihe für Reihe die Pflanzen hier pflanzen? Das wäre super nett. Naja, hier sind zwei Pfannen. Oder zwei Zombie-Wellen. Auch gut. So, die nächste Walnuss werde ich hier platzieren. So. Erstmal ein Triplinator, genau. So, dann kann ich da schon mal den Angsthasenpilz hinpflanzen. So, Momentchen mal. Ha, hier sehen wir wieder alles. Sehr gut. Ja. Brains? Nein, ihr bekommt mein Gehirn nicht. Wie oft denn noch? Nee, 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 nee. Moment, Moment, Moment. Eins am anderen. So, das. So wollte ich sagen, genau. So, erstmal wieder ein Pilz. Dann ist die dritte Reihe schon mal komplett. Ja, und da pflanzt du mal die Triplinatoren. Ah, danke für die Kohle. Ist ja sehr freundlich. So, da noch ein Zünderholz. Und dann eine Walnuss. Ja, jetzt geht's hier aber los, ey. Aber ist ja auch gut so, dass hier auch ein bisschen mehr Action jetzt ist. Jetzt habe ich hier aus Versehen eine zweite Hake Zuckererbsen hingepflanzt, aber ist egal. Das stört ja nicht. Im Gegenteil. So, und da haben wir es ja auch wieder. So, bitte noch eine Hagelzuckererbse. Danke. Und noch ein Triplinator. Und dann haben wir es. Oh ja. Und die nächste MG-Erbse. Boah. Da kannst du so oft wie du willst eben die Hochwalnuss anknabbern, die hält was aus. Oh, scheiße, ich sehe gerade, die Lücke habe ich hier total übersehen. Hoppala, mein Fehler. Kohle ist immer gut. Oh, ein Kaktus. Hallo. Oh, der guckt aber grimmig. Ach, ich habe nur kurz was getrunken. Kakti. Verschießt Stacheln, die Ballons platzen lassen. Natürlich. Jetzt kommen auch Ballon-Zombies, die auch richtig nervig sein können. Da unten sind sie. Ballon-Zombies. Die haben aber den Luftballon sehr bekloppt bemalt. Oh mein Gott, ey. Boah, das gibt's nicht. Der glitscht schon wieder weg. Moment.